So, grüß euch, ich muss euch gleich vorweg vorwarnen. Nach dem heiligen Slalom habe ich einen totalen Ohrwurm. Also, nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch denkt, muss ich kurz fragen, wer von euch teilt sich denn außer mir nur das Auto mit dem Partner? Meistens fahrt sie ich, aber das Pickern mach ich bei unserem Auto. Und darum begebe ich mich einmal im Jahr zum ÖA-NTC, was der Mechaniker tut, zu mir sagt, tut mir richtig weh. Er fragt mich da so oft, am Randstab befahrt, und wer da mit dem Gas so spart, weil die Spur ist verstellt. Und der Hauspuff, der ist zu. Ich sag, meistens fahrt sie. Und er sagt, du ruhig zu. Los niemals, sie fort. Los niemals, sie fort. Oh, los niemals, sie fort. Wenn sie fort, dann wird's teuer. Da wird alles wie was nur nie mehr kann. Dem spiel das am besten spiel dazu, ich will nicht von Seiler schwer. Und zwar meine Freundin, die hat sich erkundigt. Und zwar über meine Spätzeln. Für den Stefan ist Putzen das schönste Erlebnis. Meistens wird's nix. Der Thomas muss in den Kochkurs gehen, da ist im Mann keine Bierstuhl. Auf dem Klo, da sitzt der Flo, sonst muss er fließen mit dem Zahnbierstuhl. Und der Robert, der tut alles. Ein echter Frauenversteher. Der geht sogar mit zum Ikea. So, check los, du tust, weißt du, musst immer auf mich vor. Das ist nicht lustig, das ist nicht lustig. Sie haben mich letztens dann wirklich gezwungen zum Wischwaschen. Ich bin heute ganz fertig, das habe ich getrochen. Und ich war dann zum Glück so weit, dass ich gesagt habe: Okay, ich brauche professionelle Hilfe. Und ich habe mich dann wirklich durchgerungen und habe dann dort angerufen, bei Rad auf Draht. Ich habe dann der Dame am Telefon erklärt, dass meine Freundin in letzter Zeit so extreme Fantasien hat, ja, das, was ich einfach nicht machen kann. Und sie hat dann gesagt, ich soll das bitte ein bisschen genauer erläutern. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, es ist für mich schon sehr unangenehm, ja, wenn ich die leichte Wäsche angreifen muss. Und dann mit dem ganzen Arm rein ins Loch, dass du immer nicht gescheit reinsiehst. Und währenddessen traktiert mich aber sie schon, warum ich immer noch keinen Ständer aufgestellt habe, weil sie da ja gerne heute noch begehen. Ja, ich habe das Gespräch bald beendet, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, die kennen sich nicht aus, von was ich rede. Und ja, und ich habe dann auch gedacht, solange es nicht so schlimm ist wie der Flo, also wenn das wirklich stimmt, dass sie der Flo jetzt niedersitzen muss, habe ich es eigentlich eh noch gut erwischt. Ja, habe ich noch gedacht. Letztes Mal am Klo war eine Stehparty für mich, dass ich mich nicht hinsitze.
war von Anfang an klar. Letztes Mal am Klo war eine Stehpartie für mich, dass ich da umeinander spritz. Das ist einfach nicht wahr. Und sie sagt, wenn's einmal du daneben brunst, dann tauch ich dich ein. Wenn's einmal du daneben brunst, dann hast du sie mein. Des stillen Protestes gewählt, ja. Also seitdem spiele ich da nämlich an mit meinem Sitzen. Ja, und die andere Möglichkeit, die ich noch gehabt habe, die hat sich nämlich dann auch ruiniert schlussendlich. Also letzter Ausweg wird normalerweise. Und nachdem das so ein richtiger Klassiker ist, habe ich mir gedacht, spiele ich das auch zum richtigen Austropop-Klassiker. Ich das nicht kennen, das ist Großvater von der ERV. Die schöne Zeit ist bald vorüber. Meine Alte ruft im Wirtshaus an. Sie sagt, komm heim, mein Lieber, und zeig an. Weil sonst bist du dran. Sonst bin ich dran. Aber meine Freunde, das sind solche Rotten. Sie sagen, bleib du, sei ein Mann. Wir stehen zu dir bei Licht und Schatten. Scheiß den doch nicht an, kann auch machen, was er will. Jetzt ist vorbei, jetzt muss ich heim, sonst kommt sie her, ich hab's im Gefühl. Und dann macht's ein Tatam, weil nur wegen euch sitze ich so lang. Fort aufs Klo, da steht keiner hinter mir. Jetzt bin ich a One-Man-Show und mein Bier ist nur halb voll. Ich frag, darf ich? Und sie sagt, nein, du darfst nicht ausbringen. Jetzt ist vorbei, ja sie ist heiß, weil der über zwei Promille. Da versteht sie keinen Spaß, sogar die Kinder scheißen mit Zorn. Der Opfer fällt nicht mehr vor aus dem Sie sagt, was willst du denn dein Glück? Ja, was glaubst du, wie du bist? Ja, jetzt glaubt sie, wird man nur verzeihen. Der ist wirklich Optimist. Nein, ich schlaf heute auf der Couch. Die ist vielleicht ein bisschen klein, doch man kann's ausziehen.